Nächster Redner Otto Bendl, Sicherheitssprecher der SPÖ. Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, Vizekanzler, meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, liebe Kolleginnen und Kollegen, hohes Haus, meine Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Nur eine ganz kurze Bemerkung zu meinen Vorrednern. Ich habe nicht gewusst, dass wir sie für die Nachmittagsdebatte da vorher schon einstimmen müssen. Ich glaube, wir sind hier zusammengekommen, weil ein neues Regierungsmitglied vorgestellt wird. Das könnte man eigentlich unaufgeregt diskutieren, nicht? So würde ich das zumindest sehen und meinen. Aber gestatten Sie mir, als Sicherheitssprecher meiner Partei, ich habe jetzt schon mehrere Innenminister erlebt, mich also auch noch bei der Vorgängerin, ich sage jetzt auch absichtlich die Hanni, aber lieb gemeint und nicht böse gemeint, für die 5 Jahre der Zusammenarbeit sehr herzlich zu bedanken. Wir haben nicht immer leichte Themen gehabt, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir in der Sache hart diskutieren können, aber uns ganz einfach auch korrekt begegnen. Und ich darf also auch sagen, den Herrn jetzigen Innenminister kenne ich ungefähr 20 Jahre. Wir haben auch nicht immer so eine Wanne gehabt, harte Diskussionen in der Sache, wenn ich zurückdenke, Wolfgang. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man ein gemeinsames Ziel definiert und dass man sich ganz einfach menschlich, glaube ich, begegnet. Und so sehe ich das und ich wünsche dir bei deiner neuen Arbeit auch viel Glück. Wir werden schon die eine oder andere harte Diskussion zu führen haben, weil das ist halt so, auch im Leben von also politischen Mandataren. Aber lassen Sie mich, weil ich oft so den Eindruck bekomme, dass einige mit Sicherheit nicht von Österreich reden, was bei uns alles schlecht ist und wie unsicher das alles ist. Ich gehöre zu jenen, die immer sagen, jede einzelne Straftat ist mir persönlich eine zu viel. Aber dass wir im internationalen Vergleich eines der sichersten Länder sind, das ist ein Faktum, bitte. Es ist ein Faktum. Und das sind die Leistungen der österreichischen Bundesregierung, aber auch dieses Hauses mit den Beschlüssen, die was wir hier vornehmen. Und nicht zu vergessen, unsere Polizistinnen und Polizisten, denen wir ganz einfach Danke sollen sagen. Auch bei so einer Diskussion, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es war diese Bundesregierung, die schon, selbst beim Auslaufen der letzten GP haben wir schon Vorsorge getroffen, was Planstellen betrifft, Ausrüstung betrifft und jetzt schon wieder. Und ich glaube, also keiner von den Oppositionsmandatare, ich habe es immer eingeladen, mitzugehen, mitzustimmen. Schaut euch die Abstimmungsergebnisse an, Kollege Ambach. Da wird immer geredet, von Planstellen, von Personal, von Ausrüstung. Stunde der Wahrheit ist immer hier bei der Beschlussfassung. Da habe ich oft den Eindruck, was vorher fordert, wischt schon immer bei der Abstimmung. Also so kann es ja nicht gehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin froh, dass diese Bundesregierung, unsere Bundesregierung, erkannt hat, wo die Schwerpunkte, das wir auch heute noch zum Diskutieren haben, zu setzen sind. Was der Arbeitsmarkt ist, was die Bildung ist, aber auch die Sicherheit. In jedem Bereich. Wir zwei haben ja auch das Vergnügen, an und für sich viel schon diskutiert zum haben, lieber Freund. Aber das gilt auch für dich und du weißt genau, was hier schon geleistet worden ist. Und ich gehe davon aus, dass das, was wir heute noch im Finanzrahmen hören werden und sehen, wir kennen sie alle, dass wir, wenn wir das umsetzen, sowohl für die Polizei, ich darf auch sagen, gleichzeitig für das österreichische Bundesheer, bis zur Justizwache, oder wenn es wollt, sage ich noch, bis zu den Lehrern dazu, dass man ja kann vergessen, hier ausreichend Vorsorge getroffen werden wird, um die Aufgaben, die zugegebenermaßen keine leichten sind, von den einzelnen Ressorts ordentlich im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger abgearbeitet wird. Und unsere gemeinsame Aufgabe, meine sehr geehrten Damen und Herren, wäre es, Sicherheit den Österreicherinnen und Österreichern zu vermitteln. Wenn man da machen zuhört, glaube ich, dass die Leute verunsichern. Und das ist auf gar keinen Fall unsere Aufgabe. Ich kann nur sagen, eine wichtige, der Sicherheitsbereich und der neue Innenminister Schwagnur, versuchen wir gemeinsam, so breit wie nur möglich aufgestellt, diese wichtige Aufgabe für unsere Bürgerinnen und Bürger ganz einfach zu geben, versuchen wir gemeinsam
unseren Beamtinnen und Beamten, egal ob es im Innenministerium, im Verteidigungsministerium oder bei der Justiz ist, den Rücken zu stärken, ihnen zu helfen, weil sie setzen sich gemeinsam ein für die Österreicherinnen und Österreicher. Dazu lade ich Sie herzlich ein, Herr Minister, alles Gute für die Zukunft. Sicherheitssprecher Otto Bendl von der SPÖ, ein bekennender Großkoalitionär, ist sicher, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Innenminister erfolgreich sein wird.